seid mir willkommen in der Bastelgarage. Heute einmal ein Projekt so gut wie ohne Holz. Und zwar will ich ja auch in meine Bastelgarage mit der Zeit gehen und habe mich entschieden, jetzt hier ein Balkonkraftwerk, ein sogenanntes, zu installieren. Ich führe euch durch jeden einzelnen Schritt, wie ich das Ganze angebracht habe. Und zwar muss ich vorneweg sagen, normalerweise werden die ja hier so an einem Balkon angebracht. Nun, ich will mir meinen Balkon nicht zuhängen, dann verliere ich zu viel Licht. Und deshalb habe ich das Ganze bei mir an der Hausfassade, also außen, angebracht. Das zeige ich euch jetzt gleich, wie ich das angebracht habe. Vorher noch ein bisschen, also das sind Monokristalle Hochleistungs-Solarmodule, zwei Stück sind das. Und das hier ist ein sogenannter Mikrowechselrichter. Das heißt, die Anlage hier produziert 12 Volt Gleichstrom. Und dieser Gleichstrom wird durch dieses Gerät in das handelsübliche 230 Volt in die Netzspannung umgewandelt. Das heißt, jedes Modul hat 415 Watt, macht bei beiden zusammen 830 Watt Leistung, Maximalleistung. Durch diesen Wechselrichter wird das Ganze auf 600 Watt heruntergeregelt. Das ist die gesetzliche Vorgabe. Mehr dürfen die Dinger nicht abgeben. Dann ist dieser Mikrowechselrichter mit einem WLAN-Modul versehen. Das heißt, ich kann also auf einer App im Handy jederzeit sehen, wie viel Strom im Moment produziert wird. Aber das erkläre ich dann nachher. Ich zeige euch jetzt erst einmal, das ist alles viel zu technisch, ich zeige euch erst einmal, wie wir das ganze Ding an die Hausfassade angebracht haben. Was nicht zum Lieferumfang gehört, das ist der Mikrowechselrichter. Das ist das, was ich mir noch besorgt habe. Das sind Halterungen. Die kommen dann an die Panels dran. Verlinke ich aber alles unten drunter, was ich gekauft habe. Das hier sind Edelstahlschrauben, und zwar 8x80 mm. Und dann habe ich hier ein Päckchen Dübel. Und zwar geht es darum, ich habe das Problem, bei mir ist am Haus Bimssteine. Und diese Bimssteine sind teilweise hohl innen drin. Ein normaler Dübel, der sieht so aus. Kann man das sehen? Der spreizt sich nur. Das heißt, wenn die Schraube drin ist, geht der nur so auseinander. Bei diesem Dübel hier ist das anders. Der ist geschlossen und zieht sich, geht wie ein normaler Dübel auch auseinander. Zieht sich aber, wenn eine Schraube drin ist, zieht er sich zusammen. Ich zeige es mal hier oben. Und diese Schrauben sind 10 mm im Durchmesser und 50 mm lang in meinem Fall. Wie gesagt, das kommt hier so rein. Die Schrauben werden dann festgedreht. Das hier ist zum Beispiel eine der oberen Halterungen. Die Schraube kommt hier durch und im Stein an der Fassade wird das dann hier festgeschraubt. Jedes Panel hat auf der Rückseite hier ein 8 mm Langloch. Da kommt dann hier dieser Halter dran, und zwar wie ich das hier habe, sodass die obere Halterung hier so festgeschraubt wird. Das machen wir gleich auch als allererstes, weil ich möchte diese Halterungen alle fix und fertig dran schrauben. Die Schrauben haben hier einen Imbus und damit wird das Ganze dann hier festgedreht. Ich habe das Panel jetzt einmal herumgedreht. Das ist jetzt eigentlich die Unterseite. Auch hier befindet sich wieder ein Loch. Und hier haben wir diese Halterung. Das Solarpanel muss ja später in einer gewissen Schräge stehen von 30 Grad. Und das hier unten kann man schön auseinanderziehen, also je nach Größe variieren. Und das wird dann auch hier angeschraubt. Vielleicht noch ein Hinweis, hier drin ist eine Schraube. Da kommt man mit einem normalen Schraubenschlüssel nicht ran, allerdings mit einem Ringschlüssel funktioniert das prima. Sollte man vorher ein bisschen festdrehen, weil wenn das dran ist, kommt man da nicht mehr dran. Noch ein kleiner Tipp, hier sind diese Stellschrauben, die dieses rein- und rausziehen, um das einzustellen. Die sollte man natürlich an der Außenseite, in Richtung Außenseite machen. Dann kommt man später, so hoffe ich zumindest, schön hier hinten dran und halt den Halter so aufhängen, dass dieses Teil senkrecht ist. Also das heißt, dieser Winkel muss dann
hier dran, nicht nach oben, sondern so herum. Das sind jetzt die beiden Halterungen hier. Und das Rohr, was ich hier habe, ist 40 x 40 mm mal 400 mm lang. Also das, wie gesagt, kann man noch ausziehen. Und jetzt geht es darum, dass dieses Solarkraftwerk, dass er jetzt verkehrt herum steht, das ist nachher unten und das ist oben. Und zwar, damit hierhin ein zwischen 30 und 60 Grad Winkel entsteht. Und zwar gibt es als Beispiel, man kann das natürlich auch berechnen oder anders machen, bei einem handelsüblichen Zollstock. Bei vielen ist das dran, es gibt auch welche ohne. Und zwar, wenn man die ersten zwei Gliedermaßstäbe hochklappt, befindet sich hier, kann man das sehen, hier befindet sich eine Gradangabe. Und wenn man nun den Zollstock so umknickt, kann man hier genau einstellen, wie viel Grad dass der Zollstock hier haben muss. Ich stelle meinen jetzt mal auf 30 Grad ein. Da habe ich jetzt 30 Grad. Und damit kann man dann, hier oben ist der Winkel, so anlegen und kann hier mit Hilfe eines zweiten Zollstocks die Entfernung abmessen. Und damit stimmt das ganz genau. Ich habe aber festgestellt, durch die Länge hier, diese 40 cm, die unten auf diese andere Haltung treffen, sind das genau etwas mehr als 30 Grad. Wenn ihr mehr braucht, müsst ihr das natürlich ein bisschen hier einstellen. Nun, wofür 30 Grad? Zum einen, unsere Sonne steht ja im Sommer relativ hoch und damit die Sonne auch genau auf das Solarmodul auftreffen kann, also dass die Strahlen möglichst gerade da drauf treffen, muss man das halt in einem bestimmten Winkel haben. Wenn das Solarpanel gerade ist und die Sonnenstrahlen von oben runter strahlen, kann das nicht ganz so viel Strom erzeugen, als wenn das Panel genau in der gleichen Richtung hängt wie die Sonne. Das ist ungefähr 30 Grad. Zusätzlich hat das den Vorteil, im Winter rutscht der Schnee etwas besser runter oder Eis. Die Halterungen werden ja hier rechts und links mit diesen Schrauben in der Wand verankert. Und das habe ich ja jetzt hier. Damit ich jetzt exakt den genauen Abstand zwischen diesen beiden Halterungen hier habe, dass die Löcher exakt übereinander stimmen, habe ich mir gedacht, ich nehme hier einfach mal ein altes Brett. Das ist hier von der Verpackung noch. So, dann habe ich hier ausgemessen von der Ecke bis an diese Schiene dran sind es 28 cm, also 280 mm. Und das messe ich mir jetzt, dass ich genau hier den Abstand habe. Klemme das dann mit der Oberkante hier fest. Und zeichne mir jetzt hier einfach mal die Löcher an. Mit Hilfe eines Streichmaßes habe ich mir hier, wo die Löcher angezeichnet sind, jeweils die Mitte geholt, damit die auch tatsächlich exakt in der gleichen Höhe sind. Kommen wir zum Mikrowechselrichter. Hier befindet sich im Karton oben drin erstmal der Stecker. Das ist der Anschluss, der an den Mikrowechsler drankommt. Und das ist ein handelsüblicher Stecker, der einfach in die Steckdose gesteckt wird. Eine kurze Beschreibung, die nur allerdings hier mit dem Wechselrichter zu tun hat. Unter anderem, wie man die App runterlädt und einstellt. Und das ist jetzt, hier sind noch ein paar Schrauben drin, das ist jetzt der Wechselrichter. Er hat hier an der Seite die MC4-Anschlüsse. Da kommt auf jeder Seite kommt dann jeweils ein Modul dran. Zusätzlich befindet sich hier ein Schalter. Der ist dann für das WLAN gedacht und eine Kontrolllampe. Diese Schraubverschlüsse hier sind für weitere Anschlüsse. Ich kann das mal gerade aufmachen. Da kommt dann, wie gesagt, dieses Kabel hier dran
Das kommt dann da rein. Die von der Verteilerdose des Solarpanels abgehenden beiden Stecker haben, zeige ich euch mal gerade hier, jeweils für Plus und Minus, einer ist Plus, einer ist Minus, einen weiblichen bzw. einen männlichen Stecker. Und die werden später einfach in den Mikrowechsler hier, passgenau, es geht ja gar nicht andersrum, werden einfach hier reingesteckt und rasten dann ein. Das mache ich natürlich erst oben an der Wand. Ich weiß nicht, ob ich während der Montage dazu komme, das zu zeigen. Darum zeige ich das jetzt hier. Und auf der anderen Seite kommt das zweite Panel einfach dran. Wie man jetzt wahrscheinlich im Hintergrund sehen kann an den Fenstern, ist es leider dunkel geworden, sodass ich draußen nicht mehr drehen kann. Für zu bohren und für noch was anzubringen ist es hell genug. Das mache ich dann jetzt. Ich zeige euch dann morgen, wie das aussieht. Also kurz, ich werde diese Leiste hier in der Mitte, habe ich ein Loch gebohrt. Da werde ich eine Schraube reinsetzen mit einem Dübel, damit das Brett an der Wand fest ist. Dann werde ich die vorgebohrten Löcher, ein Loch bohren, einen Dübel hier, also eine, Quatsch, ein Dübel, einen Bohrer, den werde ich da reinstecken, damit der hinten in der Wand drin ist, damit das Ganze gerade ist. Und wenn ich dann alle vier Löcher gebohrt habe, das Ding abnehmen und die Halterungen einfach anschrauben. Dort oben habe ich jetzt die Haken angebracht. Aber halt im Winter wird es sehr früh dunkel. So, wir bringen jetzt das Panel hier an der Wand an. Die Halterungen habe ich ja schon gestern Abend angeschraubt und das ist ein bisschen diffizil, aber das machen wir jetzt. Wir haben jetzt hier oben die Halterungen dran geschraubt. Diese Halterungen sind fest. Der Umwandler ist fertig, hängt dran. Hier ist schon das Kabel, was hier in die Steckdose kommen soll. Hier geht das rein. Und jetzt machen wir das zweite Panel genauso dran wie oben das Teil. Wie geht es Ihnen heute? Oh, mir geht es soweit eigentlich ganz gut. Ist anstrengend. Dann hatten wir perfektes Wetter, wenn wir die letzten also Tage sehen. Hätten wir gar nicht gedacht. Vorgestern lag noch Schnee. Und heute haben wir also wirklich super Sonnenwetter. Ist richtig warm. Also, dass wir nicht im T-Shirt hier arbeiten, ist es auch alle. Nach der vielen Kletterei auf der Leiter und oben auf dem Dach bin ich eigentlich relativ froh, dass die Solaranlage tatsächlich an der Wand ist. Wir haben auch mit der App schon erste Versuche gestartet. Es ist natürlich Winter, da produziert die Anlage relativ sehr, sehr wenig Strom eigentlich, muss ich sagen. Ich denke, dass das im Sommer mehr wird. Ich werde noch darüber berichten. Und noch ein kleiner Hinweis, ich habe ja dieses Brett gemacht, mit dem ich die Schraubenlöcher angezeichnet habe. Also am oberen Panel, die obere Seite und die untere Seite sind unterschiedlich. Also ihr müsst euch, wenn bei diesem Holz zwei verschiedene Löcher bohren, für die obere oder untere Halterung anzubringen. Ja, dann hatte ich eigentlich am Anfang gesagt, dass ich nachher über die App, womit man den Stromverbrauch messen kann und so weiter, etwas zeigen werde. Lassen wir aus Zeitgründen fallen. Ich komme einfach nicht dazu. Das würde das den Rahmen dieses Videos einfach sprengen. Genauso gut wie die
behördlichen Sachen. Man muss es bei seinem Stromversorger und bei der Bundesnetzagentur muss man das Ganze anmelden. Das alleine, denke ich, ist schon ein komplett vollfüllendes Video, würde das ergeben. Und dementsprechend bleibt mir nur übrig, für dieses Mal wieder zu sagen, habt Dank, dass ihr so aufmerksam zugeschaut habt. Und allen meinen lieben Zuschauern wünsche ich ein frohes neues Jahr. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Liebe Grüße aus der Bastelgarage, euer Jürgen.